Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Gutwetterfabrik. Dieses Mal möchten wir über das Thema Splintholzkäfer sprechen. Wie man sie loswerden kann, sowie alle wichtigen Infos, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Splintholzkäfer, besonders der braune Splintholzkäfer, sind gefährliche Trockenholzzerstörer. Sie sind eine Käfergattung aus der Familie der Bohrkäfer. Auch wenn es einige einheimische Arten der Splintholzkäfer bei uns in Deutschland gibt, so wurden manche Arten über den weltweiten Holzhandel aus Asien und Nordamerika eingeschleppt. Der braune Splintholzkäfer zählt auch heute noch zu den gefährlichsten Holzschädlingen in unseren Breitengraden, da er in sehr trockenes Holz eindringen kann. Daher übrigens auch der Name Trockenholzschädling. Nur sehr selten entsteht ein Befall des Splintholzkäfers im Haus durch einen natürlichen Einzug von außen. Vielmehr werden die Tiere in bereits befallenen Hölzern aus dem Holzhandel oder durch importierte Mitbringseln eingeschleppt. Deswegen ist es sehr wichtig, mitgebrachte Objekte unbedingt eingehend auf einen Befall zu untersuchen. Sind kleine Ausfluglöcher im Holz zu finden, besteht höchstwahrscheinlich ein aktiver Käferbefall, der vorsorglich bekämpft werden sollte. Soll eine Bekämpfung stattfinden, so bieten sich die gleichen Verfahren wie bei der Bekämpfung des gemeinen Nagelkäfers an. Hier sind drei Tipps, wie man Splintholzkäfer loswerden kann. Tipp Nummer 1 ist der Austausch befallener Teile. Das klingt zwar simpel, ist aber in vielen Fällen ein sinnvolles Mittel im Einsatz gegen diesen Schädling. Gerade dann, wenn verbaute Teile wie zum Beispiel Tür- oder Fensterrahmen oder auch Fußbodenbelege betroffen sind und eine chemische Behandlung nicht in Frage kommt. Aber auch bei einfachen Bilderrahmen oder sonstigen Möbeln lohnt sich der Aufwand oftmals nicht, aktiv gegen den Splintholzkäfer vorzugehen. Zumal im Wohnbereich eine chemische Bekämpfung der Käfer nur in Ausnahmefällen umgesetzt werden sollte, um die Gesundheit der Bewohner nicht unnötig zu gefährden. Tipp Nummer 2 ist es, Wärme- oder Kältebehandlungen zu nutzen. Kleine Objekte kann man dazu entweder in den Backofen legen und etwa 1 bis 2 Stunden auf 60 Grad erhitzen. Oder aber, wenn empfindliche Oberflächen durch die Hitze Schaden nehmen könnten, kann man die Objekte auch für etwa 5 bis 7 Tage bei minus 18 bis minus 20 Grad in die Tiefkühltruhe legen. Tipp Nummer 3 ist, Gase und chemische Mittel einzusetzen. Auch mit toxischen oder erstickenden Gasen kann dem Splintholzkäfer zu Leibe gerückt werden. Es gibt auch hier Verfahren, die sogar ganze Gebäude auf diese Weise schädlingsfrei bekommen. Begasungen von Gebäuden und Wohnräumen sollte aber grundsätzlich immer Fachleuten überlassen werden. Bei der chemischen Bekämpfung kommen in der Regel Nervengifte mit den Wirkstoffen Permethrin oder Deltamethrin zum Einsatz. Im Handel gibt es viele solche Mittel zu kaufen. Ich hoffe, wir konnten euch das Thema Splintholzkäfer und wie man sie los wird näher bringen. Über ein Like, Kommentar sowie ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Video auf Gutwetterfabrik.